Ja, grüß Gott, hier aus dem Wunder nicht so schön München. Oh ja, um genau zu sein, aus dem Stau von der Umfahrung um München drumherum. Ich bin auf der A99. Ich muss hier einmal, ich zeige euch das mal, ich muss einmal um München drumherum, um unten nach Ottobrunn zu kommen. Ich hätte jetzt auch hierher fahren können, aber ihr seht ja, das ist alles voll, das bringt alles nichts. Und bevor ich mich da durch München durchquäle, fahre ich lieber hier die Umfahrung, nehme die 8 Minuten Stau mit und dann komme ich auch nach Ottobrunn. Ja, Dienstag, ne? Ist klar. Montags die üblichen Verdächtigen gehabt. Also insgesamt, ich habe das zwar am Freitag schon erzählt, aber ich zeige euch das nochmal. Und zwar sieht es so aus, wir waren gestern in Worms und Fehlbach, also die üblichen Verdächtigen, wie gesagt. Jetzt fahre ich nach Ottobrunn. Da habe ich Verkehr auf A99. Stauende vor Ihnen zwischen B2 Bodenseestraße. Ja, das merke ich. da haben wir 6 IBCs für einen Reifenhändler. Also das ist, ich bin da schon ein, zwei Mal gewesen. Ihr seid auch, glaube ich, schon mal mit gewesen. Der hat 2 Filialen da in Ottobrunn. Und zwar ist das, eine ist ein richtig großer Reifenhändler. Ich muss aber zu dem kleinen, das ist so ein Ford-Autohaus. Der hat dann hinten da die Befüllstation da hinten drin. Da muss man so ein bisschen doof durch eine Einbahnstraße und dann rückwärts auf den Platz drauf. Wenn er natürlich jetzt gleich lauter Kundschaft ist und so, dann ist das ein bisschen blöd, weil die stehen da nämlich grundsätzlich alle im Weg. Naja, aber dann geht's weiter nach Eching, da habe ich Abholer für Amazon. Jetzt hat sich dann herausgestellt, dass es dann doch für Werne ist und nicht für Dortmund. Also erst hieß es Werne, dann hieß es wieder Dortmund. Und jetzt hat mein Chef gestern angerufen, es ist definitiv Werne. Ja, und dann Schweitenkirchen, da habe ich noch für Drolshagen Kartonagen ab. Also eigentlich nichts Wildes heute. Ne? Ich will nachher von Schweitenkirchen so weit wie möglich Richtung Drolshagen fahren. Das wird nicht so weit davon weg sein. Ich mache mir nur ein bisschen Gedanken morgen. Da steht drauf, dass ich in Drolshagen um 8 Uhr Fixtermin habe. 10 Paletten Kartonagen. Jetzt steht im Internet, die machen um 7 Uhr auf. Also bin ich da, ne, pünktlich um 7 Uhr und lade das ab. 15. Amazon Logistik. Ja, und lade das ab, damit ich ein bisschen Puffer habe, um nach Amazon Werne zu kommen, weil ich muss ja um 11 Uhr da sein, damit ich um 11.30 Uhr abladen kann. Und da ist ja Lüdenscheid zwischen. Oder wenn ich außen rum herum fahre, sind auf jeden Fall 2 Stunden, die ich da hoch brauche. Je nachdem, wie lange die brauchen, um die 10 Paletten abzuladen, ne, dann bin ich lieber eine Stunde eher da. Sicher ist sicher. Aber erstmal muss ich jetzt hier, ja gut. Was willst du erwarten? Um 7:30 in München, dass du hier staufrei durchkommst, das wäre gelacht. Also 7:30 wart eigentlich der Autohändler auf. Ich habe gestern gesagt, ich bin um 7:30 da. Jetzt bin ich 7:45 da. Das ist so meine Art der Pünktlichkeit. nein, ich schaffe ja trotzdem alles. Also ich habe jetzt keinen Fixtermin irgendwo heute. Heute nicht, morgen ja. Deswegen können wir es ein bisschen ruhig angehen lassen. Und ihr seht ja, ne, es läuft ja ruhig. Ja. Da wollen wir mal schauen, wie der Tag denn heute so verläuft. So, Ankunft Ottobrunn. Jetzt, ich wollte euch eigentlich einen anderen Bildholzer zeigen, da kommt man nämlich dran vorbei. Biegen Sie rechts ab. Schön, das ist nämlich schön groß da. Aber naja, wieder verpeilt. Ja, jetzt fahren wir hier natürlich zu dem Ford-Händler. Schön ins Richtung Reha-Zentrum.
Und Johanniter, das sieht hier alles so ein bisschen wie Wohngebiet aus, aber man muss halt hierher, es geht nicht anders. Ich zeige euch das hier so ein bisschen. Kommt hier nämlich dieser Einbahnstraßenkreisel und gerade da geradeaus ist dieser Forthändler. Wenn da jetzt jemand irgendwas im Weg steht, komme ich da nicht rein. Und das sieht von hier aus schon so aus, als ob da irgendwas im Weg steht. Weil da eine Baustelle ist und so. Wir gucken uns das an. Ansonsten müssen wir die Straße halt einmal kurz dicht machen. Dann machst du nichts, machst du da. Die haben es aber auch eigentlich auch schön Auto. Die haben sie aber auch eingebastelt, ne, in diesem, das ist ein Industriegebiet, wie man unschwer erkennen kann. Ne? Hier überall Firmen rechts und links. Aber überall parkende Autos und so. Das ist immer nicht so schön. Naja. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen da links rein. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Rudolf-Diesel-Straße 28. Das sieht nämlich schlecht aus. Da steht einer auf der Ecke, also komme ich da nicht rein. Jetzt müssen wir da schnell reinflitzen und Bescheid sagen. Ah, guckt euch mal an, was hier abgeht. Also der Sprinter da vorne, der muss gleich noch mal weg, weil sonst komme ich da nicht wieder raus. Hier, seht ihr ja, ne? Ich weiß nicht, die haben da drüben so eine riesen Reifenfirma und da muss man hier zu diesem kleinen Autohändler. Naja, es scheint ja zu funktionieren. Wir gucken mal. Auch nicht schlecht, oder? Ja, manchmal bin ich doch froh über meine Spiegelkameras. Weil da ist Hauswand. Da ist Hauswand. Da ist Ein- und Ausfahrt. Die müssen wir jetzt rückwärts raus, ne? Das geht halt nicht. Ansonsten müssen wir hier stehen bleiben, bis der LKW weggerostet ist. Nein, nein, aber so schlimm ist es nicht. Da ist gegenüber eine Straße. Und da kann ich den ganz gut reindrücken und dann komme ich hier wieder weg. Alles nicht so einfach. So, Pause. Raststätte Köschinger Forst, eine A9. Ja, die ersten 4,5 Stunden weg. Ne? Ich habe jetzt noch. Muss ich mal gucken. Ah ja, und mein letzter Kunde war ja in Schweinkirchen. Und wer sich hier unten auskennt, der weiß, dass in Schweinkirchen ja dieser Autohof ist. Und da ist so eine kleine, unscheinbare Waschanlage daneben. Die habe ich erstmal genutzt. Na, wieder schön sauber. So wie es sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, die hatten nur eine Spur offen. Ich hatte zwei vor mir. Ich war unter einer halben Stunde nur da. Also ich habe in unter einer halben Stunde komplett gewaschen. Und es ist sauberer als letztens in der Waschanlage, wo es so teuer war. Na gut, haben sie den Auflieger gut gemacht, aber hier ist gar nichts mehr. Kein Dreck mehr. Hochdruck-Waschanlage. Naja, und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt und dann gleich innen drin auch Frühjahrsputz gemacht. Das darf ich ja in meiner Pause. Ne? Ich darf ja meinen LKW putzen. Das ist ja keine Arbeit. Das ist ja ein Vergnügen. Naja, kann man sehen, wie man will. Wieder alles hier an seinem Platz, da wo es hingehört. Armaturenbrett sauber gemacht. Jetzt mit dem Teppich hier, ne? Das ist so eine Sache. Das sieht zwar ganz gut aus, aber ich habe den auch schon einmal abgesaugt an so einer Waschanlage.
Aber auf Dauer ist das nichts. Das ist ein reiner Staubfänger. Ich bin mal überlegen, ob ich den Teppich da runter mache und da Leder drauf mache. Aber erstmal sind andere Sachen wichtig. Am Montag kommen die Lämpchen wieder drunter und so. Und mal gucken, was ich noch so machen kann. Weil Ende des Monats ist ja Treffen, ne? Kalka, da sind ein paar angemeldet, da fahren wir auf jeden Fall hin. Genau wie Petershagen, da fahren wir auch auf jeden Fall hin. Und dafür muss er ja schön sein. Muss sich ja sehen lassen können, ne? Ja, hier ist auch keine Papiertüte hier. Irgendwo beschwert sich immer über eine Papiertüte, das ist mein Mülleimer. Ich habe hier keinen so einen Treteimer oder so. Oder ich habe ja hier den zweiten Schrank nicht, weil ich ja die Sitzecke habe, wo man den Mülleimer reintun könnte. Dann habe ich hier immer so eine Mülltüte stehen. Ich kann schlecht meinen Müll aus dem Fenster schmeißen. Ne? Irgendwo muss ich ihn ja hintun. Abends, immer wenn ich abends stehen bleibe, schmeiße ich immer in eine Mülltonne. Jetzt war er gerade schon voll, deswegen habe ich ihn jetzt gerade schon in eine Mülltonne geschmissen. Also Ingo, zufrieden. Nur eine kleine, ganz kleine, unbedeutende Plastiktüte. Ich hoffe, die stört dich nicht so sehr. Ja, im letzten Video hat einer unter dir Kommentare geschrieben, dass ich so einfach die Namen raushaue. Mimi und Kalle und Ingo. Also wer Ingo ist, das wissen so ziemlich fast alle hier. Also ganz, ganz viele wissen das hier. Ingo ist kein Arbeitskollege von mir. Ingo ist halt auch Fahrer. Der hat auch schon ein paar Videos rausgebracht. So gesehen mein bester Freund. Wir kennen uns jetzt seit 5 Jahren und wir hatten schon so viel Spaß zusammen mit auf Treffen und so. Ja, und Mimi und Kalle sind bei mir von der Arbeit. Kalle hat man schon ein paar Mal gesehen. Mimi weiß ich gar nicht, ob man den schon mal gesehen hat. Die teilen sich die Lagerarbeit bei uns im Moment. Damit das mal geklärt ist. Irgendwann zeige ich sie alle mal. Ich frage sie mal, ob sie gesehen werden möchten, ob sie auf YouTube wollen oder ob sie was zu verbergen haben. Und dann zeige ich euch die. In manchen Videos habe ich schon ein paar gezeigt. Andi, Kalle, genau, Kalle habe ich gezeigt. Meinen Disponenten habe ich gezeigt. Ich glaube, Daniel und Marco habe ich auch schon gezeigt. Wir müssen da mal so ein paar Videos, also ganz viele Videos zurückgehen. Und da sind die irgendwo namentlich benannt. Und mit Bild und so, ne? Mit Gesicht und so. Ja, ich habe jetzt noch keine Minute mehr. Ich kann jetzt weiterfahren. 45 Minuten Pause voll. Ich habe jetzt noch 453 Kilometer. 5 Stunden 51, sagt er. Davon kann ich 4,5 fahren. Dann habe ich morgen noch eine Stunde 20. Mal gucken, ob ich 4,5 fahre. Ich muss auch irgendwo einen Parkplatz kriegen. Das hier, ne? Guck mal. Wenn die Sonne vorne auf der Windschutzscheibe knallt, dann hält dieser Kackkleber von diesen Klettbändern nicht. Das war jedes Jahr im Sommer. Am Montag, wo ich kam, hangen sie auch runter, weil der Kleber einfach weich wird und dann löst sich das. Ich muss mir was anderes überlegen. Da gibt es von 3M oder sowas, irgendwas hartnäckigeres gibt es da. Aber wenn ich das jetzt abziehe, darunter diese Klebeschicht wegzukriegen, das ist der wahre Akt, weil darunter ist ja noch dieses Geribbelte hier. Ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt, das ist ja auch so geribbelt. Da kriegst du die alte Klebemasse einfach nicht ab. Ich habe schon mit Waschalkohol versucht und so. Naja, wir werden mal gucken. Ich bin ja am Montag auf dem Platz. Vielleicht ist ja dafür auch noch Zeit, was ich eher weniger vermute. Aber wir werden sehen. So, jetzt geht es erstmal weiter in Richtung Drolshagen. Da fahre ich über Nürnberg, Würzburg, Frankfurt. A45 hoch und dann mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde es euch berichten. So, Feierabend für heute. Hier ist ein bisschen laut, das liegt daran, weil ich direkt über der Autobahn bin. Ich muss gucken, ob man sieht. Mit dem Weitwinkel wird das schwer werden, glaube ich. Moment. Da hinten sieht man so ein bisschen. Und zwar ungefähr genau da. Raststätte Langenbergheim auf A45. Bis dahin bin ich gekommen. 8 Stunden 36. Jetzt gehe ich weit einkaufen. Weil da vorne ist nämlich der Zaun auf. Da kommt man nämlich von der Raststätte runter. Dann kann man hier so einen Weg gehen. Und da hinten. Ganz hinten das kleine weiße Gebäude am Horizont, das ist der Rewe. Das sind nur 1,2 Kilometer. Das mache ich auch eigentlich öfter mal, dass ich dann vom Autohof oder von der Raststätte aus in die nächstgelegene Stadt gehe, wenn es nicht allzu weit ist. Also alles über 1,5 Kilometer gehe ich nicht. Außer ich bin wirklich gut drauf. Und das ist nicht so oft so vor. Weil ich bin ja Fahrer, kein Geher. Ne? Aber ich habe ein bisschen wenig Getränke und so.
Und bevor ich mir in der Raststätte eine Cola für 5 Euro kaufe, nämlich die 15 Minuten Fußweg hin und 15 Minuten Fußweg zurück, ja, dann kauf. Alles andere ist Quatsch, viel zu teuer. Ja, außerdem tut mir das auch mal ganz gut, glaube ich. Ja, morgen noch, ich weiß gar nicht, 130 Kilometer bis Trollshagen. Und dann schauen wir morgen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder wie sich Schiff das vorstellt oder wie die sich das alle vorstellen. Wollen wir mal nicht den Turm an der Wand malen. Hier ist die Hauptstraße und da vorne ist der Rewe. Also, ist eigentlich nur so ein Stückchen. Da ist der Zaun auch auf der Seite von der Raststätte, dass man da auch hinkommen kann. Ja, das machen wir jetzt. Ich hole noch was zu trinken, eine Kleinigkeit, was zu essen. Und dann gehe ich zum LKW und dann geht's ab ins Bettchen. Dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis morgen. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie... Genau jetzt Ankunft in Trollshagen. Gerade am Schild vorbeigefahren. Ja, lasse ich mich ja mal überraschen. Also ich hab, wie gesagt, ich habe ja gestern mit denen telefoniert. Der sagte zu mir, ich habe zwar um 8 Uhr Fixtermin. Es wäre besser, wenn ich erst um 9 Uhr komme. Das geht gar nicht. Dann hat mein Schiff mit irgendjemandem telefoniert. Der hat dann auch mit irgendjemandem telefoniert. Und die hat gesagt, dass ich für 8 Uhr eingetragen bin. Ich aber ruhig schon um 7 Uhr dahin fahren könnte. Weil ab da machen die auf. Jetzt habe ich gerade bei Google Maps geguckt. Hab ich ja wieder hergeleitet. Habe ich gerade bei Google Maps geguckt. Salah. Hupsa. Moment. Ah. So. Umgefallen. Das ist zwar eine große Firma, aber die haben nicht viel Platz da. Also da ist jetzt nicht großartig Platz, dass man da mehrere LKWs fortstauen kann. Wenn dann natürlich jetzt um 7 Uhr drei Stück einen Termin haben, Fixtermin, dann bin ich ziemlich am Arsch, weil ich da nämlich keinen Platz habe, da zu stehen. Und hier ist alles so ein bisschen, also ich habe jetzt noch 600 Meter, ne, seht ihr ja, hier ist nichts, mit eben am Rand anhalten und warten. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Und wenn er frei ist und ich da drauf war, wenn ich da bin, bin ich da. Ja, dann müssen sie mich halt abladen. Da kenne ich schon nichts. Wenn ich nicht diesen doofen Amazon dabei hätte, wäre das alles überhaupt kein Problem. Dann würde ich auch 2 Stunden warten, dann ist das halt so. Aber bei Amazon, ne, habe ich schon Probleme genug, dass ich Dortmunder Papiere habe, also für Dortmund, und das da werden muss. Aber angeblich hätte Amazon, ey, Amazon das selbstständig umgebucht. Also machen wir das so. Ich lasse mich aber überraschen. Ah, das wird ja ein lustiger Tag heute. So. Da ist Packlok. Ah, hier ist der Kreisverkehr. Ist hier so eine komische Einfahrt. Keine Einfahrt. Parkzone, Parkingzone. Aha, Parkzone. Ah, die haben Parkplatz. Ein Vorstauplatz, das ist ja gut. Das hat man gerade bei Google Maps nicht so gesehen. Ja, schön frühstücken beim Autofahren, ne? Und dann nicht in der Puschen kommen jetzt. Oh, ey. Erst 20 fahren und dann Kniegas geben. Mando.
Naja, gut. Hier ist ja Vorstauplatz. Ob ich hier durchfahren können ist ja nur. Nein, nee, das hätte aber mit meinem Links nichts gemacht. Ah, ja, sogar Tor 3. Du. Vielleicht muss ich ja Tor 3 abladen, das ist frei. Naja, wir schauen mal erst. Da kommen wieder ein paar andere. Ja, nicht. So, Papiere. Ich berichte euch gleich, ob es funktioniert hat oder nicht. Ja, ich vermute eher nicht. Wir schauen mal. Ich glaube es ja nicht. Ich kann direkt zum Abladen fahren. Wir haben 7:09 Uhr. So, manchmal fängt der Frühvogel doch den Wurm. Es war vollkommen egal. Beim Staplerfahrer telefoniert, hat er gesagt, schicken wir hinter. Also fahren wir hinter und laden ab. 10 Paletten ist auch ganz was gemacht, glaube ich. Ich gesagt, hier links am Gebäude dran vorbei und dann rechts rein. Der andere kleine Platz. Jesus Maria. Gebäude entlang. Jawohl, das waren die Papiere. Und dann mal Ende des Gebäudes reinfahren. Das hier. Bahneingang steht da ja auch. Ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist aber scheiße. Ja, er ist aber richtig kacke, ey. Guck mal hier. Er hat seinen Stapler hier hingestellt mit Tür auf. Naja. Ja, da haben wir ihn, den Salat. Ich habe sowas in der Art vermutet. Also erstmal gegen jeder Information, die ich vorher hatte, hier bei Amazon in Werne, sind die todfreundlich. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die war so nett. Also ich hatte hier keinen Ärger. Den einzigen Ärger, den ich habe, ist mit dieser Hin- und Her-Bucherei. Ich habe ja gesagt, hier auf meinem Lieferschein und so steht überall Dortmund. Auch die Nummer, die ich habe, ist für DTM 2. Hier ist DTM 1. Wie hieß er denn jetzt hier genau? Die ISA-Nummer ist auch für Dortmund. So, er hat es jetzt gerade im Computer geguckt und hat gesagt, normalerweise, wenn das umgebucht wurde von Dortmund, kriegen die auf diese ISA-Nummer eine neue Nummer, damit sie das hier buchen können. Jetzt hat sie hin und her geprüft und her und hin geprüft und dann hat sie auch mit Dortmund Kontakt aufgenommen. Die telefonieren ja heutzutage nicht mehr, die schreiben nur noch E-Mails hin und her. Und in dieser E-Mail steht, dass ich in Dortmund angemeldet bin und dass man da auf meine Ankunft wartet. Jetzt habe ich aber gestern dreimal gefragt, drei unabhängige Leute, mein Chef, den Auftraggeber und der mich verladen hat. Ich sage, hier steht alles Dortmund, auf den Labels, auf den Papieren und so. Nein, das muss auf jeden Fall nach Werne, weil Dortmund das selber umgebucht hat.
Das Problem ist, ich soll jetzt erstmal warten, weil das hat ja keinen Sinn, wenn ich jetzt nach Dortmund fahre und der in Dortmund guckt in seinen Computer und sagt, ja, das ist da Werde umgebucht, wir haben vergessen, die Nummer dahin zu schicken. Dann bin ich in 2,5 Stunden wieder hier, dann bin ich über der Zeit. Selbst wenn ich jetzt nach Dortmund fahre, bin ich auch über der Zeit. Also das heißt, ich komme auf jeden Fall nach 11 Uhr da an. 11 Uhr muss ich mich melden, damit ich um 11:30 Uhr abladen kann. Dann stellst du dich wahrscheinlich hinten an. Amazon. A Prime More. Was steht da drauf? Ich weiß es nicht. Da drauf geschissen. Und so ist die Stunde, die ich zu früh hier bin, wieder dahin geschissen. Naja. Aber was soll's, ich ärgere mich da nicht. Ich habe nämlich noch keine Anschlusstour, also habe ich es nicht so eilig. Ich warte jetzt auf den Anruf von meinem Schiff. Mein Schiff hat sich mit den Österreichern, wo der Auftrag herkommt, in Verbindung gesetzt. Die wollten da irgendwas klären und mit denen hier hin und her telefonieren und her und hin telefonieren. Ich sehe mich schon nach Dortmund fahren und in Dortmund warten, bis der Arzt kommt. Wir werden sehen. Automatenkaffee. Bei dir piept's wohl. Ja, Geduld zahlt sich manchmal doch aus. Auch wenn ich sie nicht habe, aber diesmal hat es sich gelohnt. Also ich bin immer noch in Werne. Jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt von dem Auftraggeber. Siehe da steht eine andere ISA-Nummer drin. Und mit dieser ISA-Nummer scheint es zu klappen. Oh, zumindest habe ich schon mal E-Mail gekriegt. Jetzt brauche ich nur neue Geduld, weil die machen gerade Pause. Also ich sage, mit der Nummer sieht das ganz gut aus. Aber ich muss jetzt warten, bis sie die Pause beendet haben, damit die das prüfen können. Aber dann werde ich wohl reinfahren können, hat sie gesagt. Gut, wir haben jetzt kurz nach 11. Das heißt, ich bin in meiner Zeit. Halt-Service-Termin, dann ist in ihre Pause um. Naja, vielleicht klingelt der Pager ja bis dahin. Und wenn nicht, vertreibe ich mir so lange meine Zeit mit Frühstücken. Und zwar Beefy Roll mit Gemüsesuppe mit Croutons. Ja, ist alles umsonst hier, außer die Beefy Roll natürlich. Ich mache den Automaten schon leer. Gar kein Problem mit. Ist schon lecker so. Auch wenn das nicht so aussieht. Ja, war gar nicht mal so schlimm. Hat nur 3 Stunden gedauert. Also um 10 Uhr war ich ja da, um 5:01 bin ich wieder weggefahren. Achso, brauche ich mal Paletten. Hier, Paletten an den Göbel. Die stapeln sich hier. Das ist unzählbar mittlerweile. Ja, der Pieper hat pünktlich zu meinem Termin gepiept. Also um 11:30 konnte ich da reinfahren. 11:30 da reingefahren und um 12:45 da wieder weggefahren für 7 Paletten. Die haben so ein bisschen geschimpft, weil ich weiß nicht, wie das mir erzählt, dass die die Wickelfolie falsch rumgedreht haben, also dass sie von außen geklebt haben und ja, da die Kartons ja nur so und so ein bisschen was gewogen haben. Moment mal, ja. Da waren ja halt immer nur Kissen drin, ne? Haben sie dann direkt bei der ersten Palette die Palette unter den Kartons drunter weggezogen und dann wollten sie wohl erst nicht und aber haben sie dann doch. So, das ist das für morgen. Morgen was ganz anderes. Baustoffe. Und zwar im Nahverkehr. Arnsberg, Findentrop und Schmallenberg. Genau, nee, Arnsberg, Schmallenberg und Findentrop in der Reihenfolge. 4 Kunden. Das geht schon. 21 Tonnen sind das. 21 Paletten, ungefähr 21 Tonnen.
Ja, mal ein bisschen Nahverkehr. Morgen und übermorgen fahren. Für nächste Woche weiß ich, was schon was geplant ist. Da ich ja nächste Woche nur eine 3-Tage-Woche habe, ihr eine 4-Tage. Ich habe nur eine 3-Tage-Woche. Ich habe immer noch keine Leiter. Also eventuell geht's nächste Woche mal ganz woanders. Also Windeschleuber war da so. Ist da vorhin einmal durchs Büro geflogen. Eigentlich sollte ich ja Akten holen Donnerstag. 86er Postleitzahlgebiet, aber das geht nicht, weil ich ja Freitag frei brauche. Haben möchte, soll, will, muss. Unbedingt. Deswegen ist der Plan erstmal so. Aber es ist erstmal. Wir haben heute Mittwoch, ne, wollen wir noch nicht über nächste Woche reden. Das kann sich alles noch drüber ändern. Ja. So. Wir haben jetzt kurz nach 5. Ich mache jetzt Feierabend. Ich packe eben noch ein paar Sachen zusammen. Den packe ich mir ins Auto, fahre ich nach Hause, ohne was zu essen. Kochen habe ich keinen Bock drauf heute. Ich hole mir was beim Chinamann. Ich weiß auch schon genau, was, worauf ich so richtig Lust habe. Das ist zwar wieder dreckig. Das heißt, wieder sündhaft teuer. Aber für irgendwas müssen wir unser Geld, was wir, das ganze viele Geld, was wir hier verdienen, müssen wir für irgendwas ausgeben. Ach, wieder schön. Ja, so sieht's aus. Also morgen Arnsberg, Schmallenberg, Findentrop. Ich denke mal, ihr seid dabei. Bis morgen. Ja, schon ungewohnt, so eine 5-Tage-Woche, ne? Wir haben erst Donnerstag. Und wie gestern schon gesagt, ich bin im Nahverkehr. Jetzt habe ich, da ich ja im Nahverkehr bin, mein Nahverkehr-Trikot angezogen. Ich habe ein neues, und die anderen alten, die waren nicht mehr anziehbar. Und dachte ich mir, gut, wenn es warm ist, dann kannst du auch mal eine kurze Hose anziehen, damit die Poripipen mal hier ein bisschen Licht und Luft abkriegen. Und heute regnet es. Also heute Morgen ins Auto eingestiegen, Wetterbericht. Ja, es wird stark Regen zu rechnen. Ne? Das ist ja schön. Ja, das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Ich muss jetzt mal so eine kleine Zwangspause machen von 15 Minuten oder 20 Minuten, weil ich so einen Telefonkunden habe. Ein Außenlager. Ich glaube, ich bin da schon mal gewesen, in Schmallenberg. Also so ein Nebenort von Schmallenberg, wie nennt sich das? Kirchrabach. Da steht ein Tag und eine Stunde vor Anlieferung telefonische Avis. Ja, ein Tag hat gestern Knauf gemacht und jetzt habe ich dann versucht da anzurufen, schon vor anderthalb Stunden. Ne? Der frühe Vogel und so, ihr kennt das ja. Da ist keiner ans Telefon gegangen. Da dachte ich mir, okay, dann machst du erstmal in Ruhe Arnsberg. In Ruhe war nicht. Die hat 8 Paletten gekriegt, das hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Da war keiner. Ich bin da hingefahren. Der kam direkt mit seinem Stapler und sagte, ja, mach auf. Ich sehe ja, wo soll ich mich hier hinstellen? Bleib hier stehen, mach auf. Ich lade das ab. Ratzfatz war es runter. Ja, jetzt habe ich ihn dann angerufen, da hätte ich nur eine Dreiviertelstunde gebraucht. Also, das ist schlecht, ich brauche aber eine Stunde. Ja, dann treffen wir uns da in einer Stunde. Dann mache ich irgendwo Pause. Oder ich fahre extra langsam, aber ich will den Verkehr nicht behindern. Also warten wir jetzt hier so ein bisschen. Ich stehe auf der ist ja nicht mehr. Doch, also immer noch die A46. Ich hätte mal A445 oder so. Bei Arnsberg. Ja, und dann der Schmallenberger. So eine kleine. Hä? Achso. So eine kleine Butze. Dann der andere Schmallenberger. Das ist ein Bauzentrum auf der Lake. Das klingt ganz gut. Oder noch Findentrop. Kirchstraße. Morinaputz. Streckenlager. Aha. Telefonische Avis eine Stunde vorher. Ja, rufen wir auch eine Stunde vorher an. Ja, das war es dann eigentlich schon für heute. Ne? Also nichts Großartiges. Ich bin gespannt, was morgen ist.
Vielleicht kann ich ja morgen frei machen, dann könnte ich mich ein wenig um meinen LKW kümmern. Aber das ist leider wieder nur ein Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass es in Erfüllung gehen wird. Ja, der ist ganz praktisch, dass ich meine Ameise mitgenommen habe, weil gerade, er sagt, ich weiß gar nicht, wo meine Verlängerung ist, aber braucht man nicht, ich habe Ameise, ich schiebe die nach vorne. Ich glaube nur, dass der hier in Schmallenberg, wenn ich da schon mal war, dann weiß ich, dass das so eine ganz kleine Butze am Straßenrand ist. Aber das ist auch nur ein ganz kleines Dorf, also da stehe ich nicht groß im Weg. Oder da behindere ich keinen. Großen Weg stehen tue ich da schon, aber da behindere ich nicht so viele, da kommen nicht so viele her. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Wir werden sehen. 10 Minuten bleibe ich mal jetzt so stehen und dann fahre ich langsam gemütlich weiter. Dann müssten wir eigentlich ungefähr gleich da ankommen. Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. So, Ankunft in Finnentrop oder Barmenhol ist das hier eher. Adresse lautet Kirchstraße 2. So zur Kirchstraße und Dorfstraße und Schlossweg und so habe ich ja schon mal was gesagt. Da musste ich auch wieder eine Stunde vorher anrufen. Ich habe ihn gefragt, ob ich da mit dem Sattelzug reinkomme. Weil er mich gefragt, ob ich einen Hänger mit habe. Ich sagte, nein, aber ein Sattelzug. Ja, das müsste gehen. Müsste, hätte Fahrradkette. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Ich habe mir das bei Google Maps angeguckt. Da scheint so eine Hofeinfahrt zu sein. Das nennt sich Streckenlager. Das ist wieder nicht der direkte Vertrieb, sondern wieder so ein Außenlager, was sie hier irgendwo am Straßenrand hingepflastert haben. Wir gucken. 900 Meter kommt die Kirchstraße. Er sagt, man sieht da so ein Lager. Da muss man dann rein. Und dann ist man da. Ja. Klar, dass man da rein muss, dass man dann da ist. Entschuldigung, wollte ich so nahe kommen. Morina-Putz. Hab ich gefragt, ob ich einen Stapler mit habe? Nee, ja, dann komme ich, weil ich habe einen Stapler da. Ja, das ist sehr nett. Wenn ich jetzt auch mit der Hebebühne abladen können, die funktioniert hier ja. Ich habe ja meine Ameise mit, aber so. ThyssenKrupp ist gegenüber. Hier ist ThyssenKrupp. Ich glaube, bei ihm war ich noch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich in die Kirchstraße reinfahren soll oder lieber doch nicht oder. Ich weiß es nicht. Das hier ist alles noch nicht Kirchstraße. So. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. Kirchstraße, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Auf der linken Seite? Biegen Sie rechts ab, dann Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Ach, hier geht's rein. Muss ich mir mal anschauen. Ah, hier ist die Kirchstraße. Ankunft, Kirchstraße 4, Ziel auf der linken Seite. Aha, da, okay. Da fahren wir rückwärts rein. So, seht ihr, da ist die Einfahrt. Das geht hier steil bergab. Musst du dich in die Einfahrt bremsen. Ja, du kommst nicht daran vorbei, Junge. Auf, dann hören wir, wenn was knackt, wenn wir irgendwo reingefahren sind.
nicht, weil ich glaube, ihr seht nichts. Ne? Also, da ist Gebüsch, hier ist Zaun. Naja, so schlimm war dann ja doch nicht die Kirchstraße. Da ist auch Herr Morina. Da ist er gerade gekommen. Das ist der gute Mann, der mich ablehnt, glaube ich. So, kleiner Powercut. Und zwar haben wir schon, was haben wir jetzt? 20 Uhr. Ich habe gerade Feierabend gemacht und zwar hier oben Höhe Schüttorf an der A31. Erst waren alle Parkplätze voll und hier ist noch ohne Ende Platz. Aber umso besser, ich habe dann noch morgen 44 Kilometer. Ja, wie komme ich hier hin? Indem ich von Finntrop aus da nochmal nach Knauf gefahren bin, neu geladen habe. Und dann bin ich nochmal am Platz gewesen, habe ich noch zwei Paletten weggebracht und mir noch eine Rüttelplatte geholt. Das zeige ich euch morgen aber alles. Es regnet gerade. Da möchte ich nicht unbedingt so. Heute noch mal volle Tür. Dann werde ich nass. Ich bin noch aus Zucker. ja. Und dann haben wir noch mal geguckt, ob die Hebebühne funktioniert, weil die Rüttelplatte muss auf dem Bauernhof und da mit der Ameise und Hebebühne abgeladen werden. Aber dazu morgen mehr. Es sieht so aus, dass ich jetzt von hier aus morgen nach Wiedmarschen fahre, dann nach Rheine, dann nach Münster, dann nach Dülmen. Eigentlich war es andersrum geplant. Also Marco habe ich angerufen, hat zu mir gesagt, ja, du musst ja nach Knauf fahren, Eckner ist dabei und so. Letzter Dülmen, Münster, Rheine, Wiedmarschen. Naja, da habe ich geguckt und Wiedmarschen nach Dortmund sind 163 Kilometer. Und am Montag Feiertag ist. Und zum Morgen hier alle anfangen in Urlaub zu fahren, wie die Wilden aus dem Ruhrgebiet. Habe ich dann angerufen und gesagt, ich drehe die Tour. Ich fahre die rückwärts. Deswegen, dann komme ich am Platz vorbei, bringe euch die beiden Paletten und dann fahre ich nach Wiedmarschen hoch. Ja, okay, hat er gesagt. Ich kann mir das ja selber aussuchen. Ne? Deswegen bin ich jetzt hier. Ja, ich war vorhin noch unfassbar, die Leute heute. Ich war, wie immer, wenn ich auf dem Platz bin und dann nochmal rausfahre, gehe ich ja mal im Kaufland da in Dortmund-Klei einkaufen. Ich bin um 17 Uhr da reingegangen, ich habe vier Teile gekauft und ich bin um 18 Uhr wieder rausgekommen. Ich habe 20 Minuten gebraucht, um diese vier Teile in meinen Einkaufswagen zu packen und 40 Minuten, um durch diese Kasse zu kommen. Es ist doch erst Montag, Feiertag. Wir haben doch heute erst Donnerstag. Oder gab es irgendeine Sonderstütze oder bricht morgen wieder Corona aus oder was ist denn los? Was war denn da los? Also es waren wirklich 8 oder 10 Kassen auf und an allen Kassen standen mindestens 30, 40 Leute mit Einkaufswagen. Eine Katastrophe. Ich wollte den Einkaufswagen erst wegschieben und rausgehen, weil das ist ja, geht ja von meiner Schichtzeit ab, ne, das Einkaufen. Das ist ja, läuft ja meine Schichtzeit weiter. Aber die ist noch, ja gut, ich bin heute Morgen um 7 Uhr angefangen, wäre jetzt 20 Uhr, also 13 Stunden Schichtzeit gehabt. Das geht. Aber ich frage mich, was denn da los war heute. Es ist ja, heute ist der 15. oder 16.? Ich glaube, der 16. ist heute sogar schon. Gab's Geld? Was ist denn da los? Naja, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen Parkplatz. Ich bin zufrieden. Nur Wasser habe ich vergessen aufzufüllen für Kaffee. Morgen früh muss ich mir hier vorne eine Raststätte holen. Kommt eine Raststätte noch. Dann kann ich mir auch ein Käffchen kochen. Und dann kann der Freitagmorgen beginnen. Und ihr könnt daran teilhaben. Dann könnt ihr mal gucken, wie ich geladen habe. Ich habe alles spitz geladen. Also sieht schwer aus, ist aber nicht so schwer, weil viele von den Paletten so leichtes Füllzeug haben. Aber wie gesagt, dazu morgen mehr. Ich zeige euch das morgen mal. Jetzt werde ich mir noch was zu essen machen und dann werde ich in mein Bettchen gehen. Denke ich, hoffe ich, glaube ich doch. Nein, so ist der Plan, so wird es auch gemacht. Bis morgen.
800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Albachten. Nehmen Sie die Ausfahrt. Ja, so ist das immer lange. Moment, gucken, ob Ton geht, ja. Ja, so ist das immer lange nicht in einem Ort war. Ne? Also früher sind wir hier Touren gefahren, Münster, Techte, Dülmen, Albachten, also alles, was hier so drumherum ist, sind wir damals Touren gefahren für Ferrero und sowas. Jetzt haben sie, jetzt war ich gerade in Münster bei meinem Ersten, das ist in so einem kleinen Dorf in Münster-Ost, ja, Münster-Ost kannst du sagen, in so einem kleinen Ort gewesen. Und da fährt man normalerweise von da auf die B51 und dann kann man schön am Münsterbahn vorbeifahren. Ja, es ist aber da ein ganzes Stück gesperrt. Da muss man dann oben durch Münster Nord so ein Stück durch die Stadt fahren. Und die fahren ja natürlich alle da, ja, auch PKW, LKW oder was auch immer, da so rumtuckelt. Da war das ja gerade dann doch schon ein bisschen enger, schon 20 Minuten verloren. Aber was soll's, ne? Ich komme hier in Münster um 11.25 Uhr an. Letzter Kunde, ja okay, ich habe Dülmen, den Bauernhof noch, aber das dürfte ja ein Klacks sein. Hoffe ich doch, ist ein Bauernhof, da werde ich auch Platz finden. Jetzt bin ich hier gleich in Albachten. In Albachten wohnt meine Schwester. Schon versucht sie zu erreichen, aber ich erreiche sie nicht. Wäre vielleicht einen schnellen Kaffee mit ihr trinken können. Aber die ist immer auf Achse, die ist immer unterwegs. Deswegen ist sie nicht erreichbar. Ja, so kommt man mal bei seinen Geschwistern vorbei. Ne? Eine Schwester wohnt hier in Münster, also Albachten. Und meine andere Schwester wohnt in Hamm. Aber wir haben uns auch in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren zweimal gesehen. Ist leider etwas, hat sich leider etwas verlaufen, das alles. Schade, schade, aber man kann das leider nicht ändern. Hoch um Dülmen. Ja, hier war schon richtig. Auf dem Weg nach Dülmen kommt mein Kunde. Das ist ja perfekt gelegt, die Tour. Und ich hab's dann selber gelegt. Und ich kenne mich hier eigentlich nicht aus. Doch, schon von früher her, aber. Jetzt nicht so gut, dass ich das blind legen könnte, ne? So, Harkortstraße 18, den kenne ich auch, da war ich mit Sicherheit schon mal. Den vorherigen kannte ich nicht. Und den in Wiedmarschen kannte ich auch nicht. Sind nur noch 3 Paletten, dann ist das Auto leer. Ja, und hier die Rüttelplatte halt. Oder wird es zurückgehen? Und dann muss man gucken, mit welchem Auflieger ich nächste Woche fahre. Wenn es dieser Auflieger hier ist, dann wird er nicht geladen. Dann fahre ich damit leer zurück. Und am liebsten wäre mir natürlich ein Koffer. Aber in Regensburg DHL, die kriegen so 3-Meter-Paletten. Ich glaube nicht, dass wir das mit dem Koffer fahren können. Ich vermute mal eher nicht. Aber außerdem weiß ich ja, dass Dienstag auch Schelle ist. Und Schelle fahren wir mit dem Koffer und halt IBCs. Ne? Ist am einfachsten mit dem Koffer zu fahren. Deswegen werde ich wohl keinen Koffer abkriegen, dann werde ich wohl Plane fahren müssen. Aber halb so schlimm, wir sind es ja gewohnt. Oh, das war aber nur noch ganz knappes Grün. Ja. Knubbel hier. Ja, 2,7 Kilometer noch. Münster ist auch sehr undankbar zu fahren. Münster ist ja bekanntlicherweise eine Fahrradstadt. Da brauchst du eigentlich ein drittes Auge hier in der Seite. Ich meine, gut, ich habe ja meinen Abbiegeassistent und der erkennt ja alles so an Fahrradfahrern und so. Aber trotzdem, die haben hier auch Vorherrschaft. Also zumindest glauben sie das. Und so fahren die hier auch Fahrrad. Nichts gegen Fahrradfahrer. Ja, ihr lebt ja gesund und so. Und tut ja auch was für eure Fitness. Aber ihr lebt auch ganz schön gefährlich, das muss ich euch sagen.
Ja. Na gut, die drei Paletten Baustoffe, die mache ich eben alleine und dann gucken wir uns gleich mal den Bauernhof zusammen an. Bis gleich. Leute, Leute. Rechts ab, dann biegen Sie links ab. Also die Zufahrt zu Bernstein-Dülmen ist komplett gesperrt. Das ist eine riesen Baustelle. Das habe ich sofort auf dem Navi gesehen. Da habe ich dann angerufen und gesagt, ich sage, wie sieht das denn aus? Und sagte, ja, da ist jetzt gerade keiner, aber da kannst du hinfahren. Die haben die Baustelle da aufgelassen wegen Müllerfuhr, Anwohner. Und hast du nicht gesehen? Das ist der Bauernschaft. So, jetzt bin ich in Dülmen abgefahren und er sagt zu mir, ich sollte rechts abbiegen in so ein Wohngebiet. Da passt sich von der Breite ja gar nicht her. Also bin ich dann quer durch Dülmen gefahren und quer durch die Innenstadt. Biege ich doch einfach ab, meine Güte. Ey, die sehen LKW und schon haben sie Angst, um hier hinzukommen. Ich meine, hier sieht ja doch alles ganz gut aus, ne? Also hier kann man mit dem LKW fahren. Hier wird es dann schon wieder ein bisschen enger. Aber da durch Dülmen durch, um hier hinzukommen, ne? Das war ja eine Katastrophe. Ja, jetzt sagt er, ich kann ruhig in diese Baustelle reinfahren. Aber ich soll von der Seite hier kommen, weil ich dann nur 200 Meter Baustelle habe. Wenn ich von der anderen Seite gekommen wäre, hätte ich 1,8 Kilometer Baustelle. Ich glaube, ich wäre lieber die 1,8 Kilometer Baustelle gefahren. Ich gucke mir gleich mal an, wie das aussieht. Weil ich muss ja hier irgendwie wieder weg. Seht ihr da? Ist nämlich eigentlich die Zufahrt gesperrt. Ich muss ja irgendwie hier wieder weg und ich möchte nicht wieder durch Dülmen und durch die Innenstadt fahren. Das muss ja nicht sein. Man hat mich da auch nicht so gerne gesehen. Da ist überall LKW-Durchfahrtverbot. Ich musste da aber durch. Ich muss ja hier irgendwie hinkommen. Das hätte man prima mit einem 7,5 Tonner oder 12 Tonner, das wäre auch noch gegangen, fahren können. Aber Sascha macht das schon. Das wird schon gehen. Aber es ist ja auch, ne, ich mache es ja gerne. Das ist immer eine neue Herausforderung. Autobahn fahren kann ja jeder. Aber es muss ja auch nicht zu kompliziert sein, ne? Dann hat sie mir gesagt, ich soll da gleich auf den Hof fahren. Also ich habe noch 1,4 Kilometer. Ich soll da gleich auf den Hof fahren. Und dann ist da irgendwo ein Fachwerkhaus. Und da ist irgendwo ein Trailer, also ein Anhänger. Und ein Caddy. Und da soll ich die Palette beistellen. Wenn jetzt die Hebebühne nicht funktioniert, dann ist das Jackpot. Da war das nämlich alles umsonst. Wie gesagt, da ist keiner, da gibt es keinen Stapler. Und von Hand kann ich das auch nicht abladen. Ist ja eine Rüttelplatte, ne? Wiegt ja nicht nur 30 Kilo. Die hat nämlich 310 oder 610, ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken, wie ich den Sattel drauf. Auf jeden Fall muss ich hier gleich einen anderen Ausweg finden. Ich will da nicht wieder durch Dülmen durchfahren, das macht keinen Sinn. Achtung, Meter links, da geht es nämlich in die Baustelle. Ah, da hinten, das ist das, da in dem Wald. Habe ich ihn gefragt, ob man dann da beim Sattelzug reinkommt. Ja, heute Vormittag war einer von Schenker da. War der Schenker denn auch mit dem Sattelzug da? Wir werden es ja sehen. Wenn nicht, mein Chef kennt einen guten Kranbetrieb, der holt mich hier wieder raus. Ja, da ist nämlich diese Baustelle. Am Ende der Straße biegen Sie links ab. Dann Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Jetzt steht hier nämlich nur rechts rum. Und wir fahren auch nachher da lang. Ist mir egal, wo ich rauskomme. Hauptsache, ich komme hier irgendwie wieder raus, ohne durch Dülmen fahren zu müssen. So. Biegen Sie links ab, dann Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Na, offen ist sie. Ich muss so fahren, dass ich hier nicht in ihre Baubegrenzung abreiße. Das ist aber scheiße. Ich muss mal einmal aussteigen. Ich muss das mal einen Platz machen hier. Ja.
So, da vorne rechts muss das sein, wo die Mülltonne steht. Ankunft, Bahnsteig 32, Ziel auf der rechten Seite. Da passe ich doch nicht rein. Im Leben doch nicht. Hier muss ich rein. Also ganz im Ernst, ne? Ich weiß nicht, was die sich manchmal denken bei sowas. Ach, ey. So ein Mist. Naja, wir versuchen das mal abzuladen. Also keine Chance. Ich brauche gar nicht versuchen, hier reinzukommen. Guckt euch das mal an. Rückwärtsig, vorwärtsig, das geht alles nicht, weil wegen hier Baustelle, ne? Die haben ja alles aufgerissen. Jetzt stehe ich hier so schön schräg in dem Dreck hier drin. Jetzt versuche ich es mit der Hebebühne, ob es klappt. Und wenn nicht, dann... Ich muss hier vor allem gleich rückwärts wieder raus. Oder ich muss mal den Baggerfahrer fragen, ob ich da vorne vorwärts raus kann. Das wollen wir mal schauen. So, das ist schon mal gut gegangen. Hebebühne funktioniert. Naja, wollen wir jetzt mal da hinten hinschippern. Irgendwie ein Caddy und Dings. Das war so nicht geplant. So war das nicht geplant. Aber es ist runter. Nichts ist unmöglich. Oh. So, ist ein bisschen weich. Da fährt die Ameise nicht so gut. Ja. So habe ich mir das nicht gedacht. Aber wie gesagt, nichts ist unmöglich. Wir machen das schon. Begrüßungskomitee ist auch da. Guck mal. Das sind ganze Haufenhunde. Seht ihr das? Wollen wir hoffen, dass das Tor hält. So. Abgestellt ist es. Hier ist das Beweisvideo. Herr AMW. Wir haben das bei deiner Tür abgestellt. Es ist bewacht von deinen Hunden. Also, damit ist mein Auftrag erledigt. So, zurück zum LKW. So, ich stehe wieder sicher. Mal hoffen, dass wir hier gut wieder rauskommen. Ich frage jetzt mal den Baggerfahrer da vorne, ob ich hier auch gerade rausfahren kann. Dann mache ich das nämlich. Dann nuckel ich da lieber durch die Baustelle, als wir hier rückwärts wieder raus und dann doch zurück durch Dülmen. Ich komme da vorne gar nicht um die Ecke rückwärts. Ach Mann! Ich werde Paketdienstfahrer, dann passe ich überall rein. Ganz einfach. Ja, bisschen wackelig, ne? Weil ich muss Handschuhe anziehen. Tut mir leid. So, zurück zum Platz. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Es sei denn, ich stürze hier irgendwo ab oder ich bleibe hier irgendwo stecken, dann melde ich mich nochmal. Bis gleich. So, es ist soweit. Wochenende. Ja, Wochenende auf Fliegerblick kann ich euch nicht mehr bieten als das hier. Es ist nämlich immer noch der gleiche Auflieger und der ist immer noch genauso voll wie vorher, nämlich gar nicht. Den beladen wir am Dienstag. Ich habe am Dienstag um 11 Uhr Termin bei Kraftverkehr Nagel, also nicht Kühnung Nagel, Kraftverkehr Nagel. Da muss ich glaube 5 Tonnen oder 8 Tonnen für Netto Regenstauf laden. Da muss ich noch 33 leere Paletten laden und eine Palette für Regensburg, für Timing. Aber das macht man dann auch erst am Dienstag, nicht am Montag, am Dienstag, weil Montag ist der Feiertag. Ich muss euch aber unbedingt was zeigen. Wollte ich gestern schon, gestern wäre es perfekter gewesen. Weil wir haben nämlich Nachwuchs, oder besser gesagt, unser Fuhrpark hat Nachwuchs bekommen. Und zwar, Moment, nicht direkt zeigen. Und zwar hat einer unserer LKWs ein Baby gekriegt. Und zwar, ja. Von wem könnte das wohl das Kind sein? Genau, vom Dreiachser. Hätten wir genau die gleiche Farbe, hier genau das gleiche Rot. Ja, war auf einmal da, als ich hierhin kam. Ist irgendwann geschlüpft. Hängen LKWs Eier oder kriegen die auf normale Art und Weise Kinder? Passenderweise weißer Puffer drauf. Auf dem Dreiachser ist ja auch die weiße Wechselbücke drauf. Ja, das ist der Firmennachwuchs. SG
SG 1888. Das ist ein 7,5 Tonner, ne? Ich denke mal ein 818, ne? Deswegen hat er 8. Habe ich 1888 gesagt? 818. Ich denke mal, es ist ein 818er, also 180 PS. Deswegen das Kennzeichen. Wobei mein Schiff hat es auch ein bisschen mitgemacht. Ja, top gepflegt noch, ne? Sieht noch sehr gut aus. Und schick, ne? Die sitzt ja schön sauber und so. Hat auch noch nicht viel runter. Ja, ist gebraucht gekauft, ne? Neue Reifen drauf. Weil so ein 7,5 Tonner kannst du ja neu nicht verkaufen. Das hat ja alles überhaupt keinen Sinn. Und aber 7,5 Tonner haben wir auch, und da war diese ganze neue Technik da drin mit Abstandsmaßnahmen und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich alles Gewicht. Und so hast du nur noch eine Nutzlast von 1,6 Tonnen, glaube ich. 1,6 Tonnen darfst du ein neuer 7,5 Tonner zu planen. Das ist ja gar nichts. Also das ist doch halt ein alter Artego, halt nicht, aber noch einer, der 2,2 Tonnen laden kann. Im Speditionsgewerbe zählt jedes Gramm, wie ihr wisst. Das fällt bei so einer Sitzmaschine, fällt das hier auf, wenn die ein bisschen schwerer ist. Bei so einem 7,5 Tonner, wenn du so ein kleines Auto hast, dann musst du schon ein bisschen aufs Gewicht achten. Aber der ist ja noch sehr schön und passt zu unserem Dreiachser. Vielleicht ändern wir ja auch unsere Firmenfarbe. Ja, wer weiß, wobei jetzt, vielleicht fahre ich den nächsten Mal einen roten Actros. Nein, nein. Also zumindest ist sowas nicht im Gespräch. Ja, was bleibt noch? Eigentlich nicht mehr viel. Eigentlich jede Menge, ich habe euch eigentlich jede Menge gezeigt diese Woche. Ist jede Menge passiert, obwohl es Nahverkehr war. Jetzt gerade das in Döben, das war der Hammer. Aber sowas muss ja auch mal gehen, ne? Ich muss mal sehen. So. Ja. Ich werde jetzt noch mal 7 Sachen packen, wie immer freitags, ne? Mein Sohn hat sogar schon angerufen und gefragt, wann ich denn komme. Wir haben erst, ich weiß nicht, 3:30 ungefähr. Aber ich pimmel auch schon seit einer guten Stunde, fast anderthalb Stunden hier. Ich bin durch die Halle gegangen, durchs Büro, alle mal so ein bisschen genervt. Da bin ich ja bekannt für, dass ich sehr gerne mal nerve, ein paar dumme Sprüche mache. Außerdem ist unser Mirko wieder da. Den geht's ja prächtig. Naja, und da hat man ein bisschen Redebedarf, mal ein bisschen mal nachholen, zu quatschen und so. Wir haben es ja ewig nicht gesehen. Ist ja nicht nur ein Arbeitskollege, ist ja auch ein Kumpel. Deswegen habe ich mir die Zeit mal genommen. Ja, Sachen gepackt sind schon. Ich wollte die nur ins Auto packen, wenn ich noch nicht so faul wäre. Aber ich mache das jetzt. Also bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schönes, langes Wochenende. Ist ja Montag ist ja frei, ne? Jetzt geht es ja erst wieder los. Und ansonsten abonnieren und kommentieren natürlich nicht vergessen, ne? Hier oben so abonnieren, die Däumchen und immer schön Trakaulik am Leiden. Und ganz wichtig, nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt, Trakaulik Germany, die Fährfahrer. Ich würde sagen, bis dahin, bye, bye.